Grüße euch, liebe Zuschauer, hier aus Mittelitalien quasi vom Strand. Ja, also jetzt war Strand angesagt. Mal kurze Impression, wo wir hier. Es ist ein angenehmer Strand, das ist vom Campingplatz. Und zwar ziemlich einsam. Wir haben jetzt hier 15 Uhr oder 15.30 Uhr, also beste Strandzeit und trotzdem so wenig Leute. Der Italiener, der hängt auch jetzt nicht den ganzen Tag am Strand. Und der geht weit nach hinten, ja, das ist so eine Zunge, Landzunge. Also wirklich schön. Immer meinige Ansicht. Und Zeit zu berichten, sage ich mal, ja. Ich werde mir irgendwo hinsetzen. Vielleicht mit einem schönen Hintergrund, das Meer zum Beispiel, ja. Das wäre mal eine durchaus geeignete Maßnahme. Da vorne ginge es zum Beispiel, da haben wir einen schönen Baumstumpf. Ich mache das jetzt ein bisschen direktübertragungsmäßig, das Video. Aber hier kann ich euch den Blick nochmal zeigen. Ja, das ist der Hammer. Wir sind in der Nähe von Port San Stefano. Ja, und wenn ich mir das anschaue, dann finde ich das geil. Wir waren heute schon zweimal im Meer und haben es super genossen. Es ist super weiches Wasser, es ist warm, ja, 24 Grad. Und es hat Lufttemperatur 29 Grad und ein wunderbarer Wind, der hier, wo man echt hier nicht sagen kann, es ist hier eine brüllende Hitze. Ja? Das kann man wirklich nicht sagen. So, jetzt habe ich hier was gefunden. Einen Baumstumpf, das steht hier überall, das ist echt ein bisschen Naturstrand hier auch. Ja? Kann man hier vielleicht nochmal sehen im Hintergrund. Hier. Baumstümpfe, das ist wirklich schön, also das ist kein Müll, hier liegt kein Müll rum, hier liegt halt Strandgut rum, aber kein Müll, kein Plastikmüll, die sind ja schon akkurat hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Italiener sind irgendwie cool drauf, bleiben wir mal so. Ja, also was ist gewesen, wir waren nach unserem Baumunglück aufs Wohnmobil, das Video ist auf diesem Kanal, DCTV. Sind wir dann wirklich weitergefahren, geflickt und verbunden das Auto und es waren dann mit einem kurzen eine Nacht Zwischenstopp in Bolzaneto hieß es glaube ich oder Bolzaro oder so. Es war so ein riesen Italiener Campingplatz mit riesen Remi-Demi und Show und Pool, alles was wir nicht brauchen und sind dann nach Pompeji gefahren, knallhart durchgezogen. Und waren dann bei einem schönen Campingplatz La Giuliana, wunderbar, klein. Haben dort 3 Tage verbracht, beziehungsweise 3 Nächte. Und haben also dann uns Pompeji angeschaut. Da habe ich jetzt keine Videos oder Fotos gemacht, weil das kennt man, da kann man genug sich im Netz anschauen. Und ein kleiner Tipp, wir sind da erst um 15 Uhr circa, 15.30 Uhr hin. Am Nachmittag und es war genial, weil die Hauptbesuchermengen strömten da schon wieder raus. Wir waren jetzt nicht ganz allein, aber es gab echt Momente, wo wir in der ganzen Straße in Pompeji, in so einer Seitenstraße, ganz allein waren. Ja. Es war wirklich dann extrem wenig los, Pizzeria, alles, wir haben es ja nichts gegessen, da waren keine Schlangen mehr, gar nichts mehr, keine Action. Ja, also Pompeji war toll, haben uns beiden wahnsinnig gut gefallen, meiner Süßen und mir. Und dann sind wir jetzt wieder hochgefahren und zwar auf der Höhe von Rom, hier Porto San Stefano, ein wunderschöner Campingplatz, vollkommen, also wirklich zu 99% Italiener. Wir haben noch eine deutsche Familie getroffen, das war es aber dann auch und hier ist es herrlich. Wir haben vom Wohnmobil 20 Meter zum Strand und es ist so entspannt und muss echt sagen, der Wind streichelt die Luft, das Licht, es ist hier Mittelmeer pur. Auf der Höhe von Rom ungefähr. Das Wetter ist super angenehm, wirklich auch nicht zu heiß. Ja. Und Wohnmobil hält durch. Zu den Italienern muss ich nochmal sagen, sie sind wirklich extrem hilfsbereit. Also, wobei der Süden wirklich noch herzlicher ist, ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen festgestellt. Aber es ist auch interessant, es gibt auch Unterschiede bei den Campingplätzen. Also den ich vorhin erwähnt hatte mit dem Show und Pool und Remi-Demi, der war ein bisschen prollig, also italienische Proll, sage ich mal, bitte nicht beleidigt sein oder sich zu nahe getreten zu fühlen. Und der hier, der ist halt irgendwie vielleicht auch vom römischen Einfluss, von der Stadt Rom,
Vielleicht sind auch einige Römer hier, das erkenne ich an den Kennzeichen, an den Alpen. Manche haben noch diese alten italienischen Kennzeichen. Und hier sind auch viele Dauercamper, scheint so jedenfalls. Und das hat ein anderes Niveau. Das ist sehr entspannt, das ist sehr ruhig, hier wird nicht rumgebrüllt und nicht laute Musik oder lauter Fernseher oder so. Sehr angenehm. Wirklich sehr angenehmer Campingplatz, vor allem direkt 20 Meter aus dem Wohnmobil raus an den Strand. Ich meine, wir sind jetzt nicht, meine Süße und ich, diejenigen, die hier permanent am Strand liegen, sondern eher das so nutzen, dass wir echt ins Wasser springen und da gerne auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten im Wasser sind, weil es so angenehm ist und da ein bisschen schwimmen. Man kann sehr weit stehen, muss jetzt nicht gleich anfangen zu schwimmen direkt, sondern kann immer schön im Wasser stehen bis zum Hals sozusagen. Und ja, morgen geht es dann wieder Richtung Norden, Toskana, um dann zurückzukommen, irgendwie etappenweise. Aber wir haben jetzt gar keinen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir wollten nach Pompeji und der Rest ist uns egal, sondern wir gehen ja überall dorthin, wo es uns gefällt oder wo es uns hoffentlich gefällt und bleiben dann auch ein, zwei Tage dort, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Also der Urlaub ist bis auf dieses Baumunglück wirklich genial, so entspannt, tiefenentspannt, wirklich auch kein Stress mit meiner Süßen und meine Süßen mit mir nicht. Ist wirklich ganz toll, wir machen das zum ersten Mal, das Camping, und es flutscht irgendwie. Wobei ich noch sagen muss, meine Süße ist auch wirklich keine irgendwie Etipetete, die dann irgendwie da das irgendwie gegen ihren Willen mitmacht, sondern die ist wirklich super praktisch veranlagt und macht da wirklich, hat tolle Ideen, es macht ihr richtig Spaß und mir auch. Kein Problem da bei dem Wetter abzuspülen, was soll's, ja. Und hier die Sanitäranlagen sind okay, ja, wir nutzen die nicht im Wohnmobil. Und das Wohnmobil ist auch jetzt nicht, wir haben zwar keine Klimaanlage, aber es ist schattig und wir haben so einen Lüfter. Ist auch jetzt nicht brütend heiß, also das geht alles, man kann gut schlafen, alles nur so als Info, wie wir hier so die Tage und Nächte verbringen quasi, ja. Wobei mehr ins Detail gehe ich da jetzt nicht. Aber es ist wirklich, ich meine, wenn man sich das anschaut, wo ich hier hocke, ja, und der Strand ist wirklich, also wenn man, ich habe keinen Bock auf so einen ewig vollen Strand. Und vor allem hier hinter, da hinten, es sind dann mehr, da ist das, was ich meine, wenn man das sieht mit den Sonnenschirmen, Meter an Meter. Und hier ist es halt entspannt. Ich meine, wir brauchen hier keinen Sonnenschirm, weil wir hier nicht am Strand liegen jetzt den ganzen Tag. Aber allein hier mal sich aufzuhalten oder schwimmen zu gehen, ist halt angenehm, wenn dann nicht überall Leute sind, wo du aufpassen musst, dass du nicht auf ein Handtuch trittst oder über ein Bein stolperst vielleicht sogar. Ja, ja, also Italien ist mein Land, mein Urlaubsland, muss ich ehrlich sagen. Meine Süßen hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Die kannte natürlich Italien, aber auch nicht so. Auch wohnmobiltechnisch war es teilweise in engen Straßen schon ganz schön heftig, ja, muss ich sagen. Also da muss man schon schauen, wo man fährt. Und ging aber alles, bin jetzt auch nicht ganz ungeübt. Ich bin schon Lastwagen gefahren, auch nicht nur einmal, und Transporter und Zeug. Also es war jetzt nicht vollkommen neu für mich, aber gewohnt bin ich es auch nicht. Aber man kommt schon rein und letztendlich sind wir überall gut durchgekommen. Mittlerweile kapieren wir auch langsam, wie das mit der Maut funktioniert. Und nein, also Italien, ich weiß, da gibt es auch Leute in den Kommentaren, die schreiben, ja, nee, also wirklich nicht und so, trostlose Landschaft, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, die musste ich echt löschen, den Kommentar, weil das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und ja, also was soll ich sagen, Leute, ich erhole mich hier wirklich, also besser kann es eigentlich nicht gehen, ja, muss ich ehrlich sagen. Besser kann es nicht gehen, wie wir uns hier erholen und wirklich den Tag hier heute so ganz ruhig, und der Wind streichelt dich und es ist nicht so heiß, es ist warm, aber es ist nicht brüllend, dass du sagst, hey, gib mir irgendeinen Raum mit Klimaanlage oder weiß ich nicht was, ja, einen Schatten auf jeden Fall. Also jetzt kann man jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, der den ganzen Tag in der Sonne liegt, aber es ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig knackig heiß, dass ich sage, hey, seid ihr alle wahnsinnig, euch da hinzulegen. Und ich finde es einfach schön, es ist einfach geil und wir kommen ganz entspannt wieder zurück. So immer so Etappen, 300-400 Kilometer circa, und ganz toll. Das wollte ich euch mitteilen, liebe Leute. Danke fürs Zusehen und dass ihr uns da ja begleitet quasi, ja, auch mit euren Kommentaren. Vielen Dank, und ich würde sagen,
nächstes Video kommt bestimmt, ja, ist noch nicht zu Ende, die Reihe sozusagen. Ja, das ist noch wichtig. Bitte schaut auf die Netzseite, da sind nämlich auch weitere Videos aus Telegram und aus dem YouTube-Kanal DCTV Italienreise und Playlist Italienreise auf YouTube und Fotos. Fotos, die ihr noch nicht gesehen habt, weil die nicht aus dem Video sind. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Adresse ist unten in der Beschreibung, ja, direkt zur Italienreise, die Netzseite. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren, kommentieren, seid so lieb, ja, abonnieren hier unten irgendwo, ja, hier vielleicht, teilen, Daumen hoch und kommentieren. Und wenn er sagt, ja, okay, das ist ein witziger Kanal, da informiert mich auch, dann möchte ich irgendwas finanziell mal springen lassen, Bitcoin, Stripe, Kofi oder Deutsche Bankverbindung. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Servus.